Hey und herzlich willkommen zu Torchlight. Bye. Ja, hey. Ich habe mal kurz die kurze Drink- und Auffrischpause genutzt und habe den Hund weggeschickt. Der Kleine ist aber schon wieder da. Ja, sieht Dann man ja. Dann wollen wir auf ins Phrasenportal. Das ist das Phrasenportal. Ja, tschüss. Da kann man dumme Phrasen dreschen. Okay, den Troll besiegen. Oh, da ist er. Wo ist er? Schaffen wir das? Wo ist er? Oh, so viele Monster müssen auf den Troll schießen. Ich schieße jetzt erstmal hier auf die Monster. Nee, konzentrier dich auf den Troll. Wieso? Weil der härter angreift. Aha. Und warum sollte ich dann auf den... Weil dann die Monster einfacher sind. Aha. Ja, man konzentriert dich doch erstmal bei einem Phasenportal auf jeden Fall erstmal auf den Gegner. Auf den eigentlichen Gegner. Oh ja, ich mach ja schon. So, ich habe ihn jetzt getötet. Na gut. Meine Erfahrung ist es wurscht gewesen. Ich glaube, das war's schon, ne? Vorsicht mit den Feuerlöchern. Oh, Belohnung voll, die Belohnung. Ja, man brennt aber dabei ein bisschen. So. Aber das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, war aber sonst eher so nah. Ah, jetzt eine Truhe. War ein Mini. Hast du die Truhe gesehen? Ja. War ein Mini-Phasen-Spiel. Gut, das ist jetzt Ui. Nicht so schlimm. Das ist ja ein toller. Ui. Naja, das. So, auf jeden Fall, mein Pad ist jetzt voll. Das schicke ich direkt jetzt mal weg. Ja. Aber das brennt hier, ich muss hier raus. Ich schick's dann weg. Okay. Hat Autschen gemacht. Ich guck mich noch einmal um. Hm. Aber hier ist wirklich sonst nichts mehr wie schäbig. Ja, das war Mini. Ja, Mini, aber also das ist auch so ein bisschen random, ne? Da bin ich so oft gestorben. Das war der Hammer. Ich hatte ja dieses mit diesen Wegen über den See, das Boah, war... Du darfst ja nur einmal sterben, glaube ich, ne? Ja, bist du raus, ja. Also das war echt... Oh, eine Questgeber! Hui. Ich rede mal an. Ja. Gerade angekommen. Wollt ihr zu den Schrottwerken? Das haben wir auch versucht. Aber dann gab es einen Einsturz und wir konnten nicht hin. Ja, wir wollen zu den Schrottwerken. Könntet ihr mir helfen? Da gibt's als Belohnung, hast du gesehen, einen Blutgutsteinsplitter. Der Professor schickt euch also nach einer Energiequelle, ja? Wir hatten dieselbe Mission, aber der einzige Weg in die Der einzige Weg in die Schrottwerke führt durch diesen Geröllhaufen da. Ich weiß, dass im verlassenen Sägewerk früher mal ein Haufen Sprengstoff lagerte und ein bisschen Dynamit würde sicher reichen, um hier aufzuräumen. Ich habe meinen Trupp danach geschickt, aber ich habe noch nichts von ihnen gehört. Wenn ihr mal loszieht und das Dynamit besorgt, können wir endlich hinein und dem Professor bringen, was der Professor braucht. Dynamit braucht er? Muss nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall ein Wegportal gemacht. Blutstein, hast du gesehen? Ja. Dann guck mal, ich habe hier ein Wegpunktportal gemacht, dann müssen wir nicht so weit reisen. Wir könnten jetzt nochmal diese allererste Quest, da ist noch eine offen auf der ersten Karte, die oder wir laufen hier weiter. Abgeben. Ja, die erste könnten wir abgeben. Na gut. Und dann ab ins imperiale Lager, ne? Mhm. Da muss ich mich doch mal kurz in die Höhle achseln. So. So müde. Er ist so müde, ist er, der Kleine. So müde. Der kleine Matze, Batze, Fratze. So ja, müde. Ja, so ganz müde. Mhm. Beim zehnzackigen Zahnrad. Ihr habt es. Das Fleisch des blauen Boletus. Oh, ich bin euch ja so dankbar. Jetzt können wir sicher bald ein Mittel gegen die Krankheit brauen. Meine Verwandten sind gerettet. Bitte nehmt das zum Dank. Ist aber Schrott. Ist auch Schrott. Naja, wird jetzt erst... Nee. 8 Gesundheit für den Treffer beim Meister gestohlen. Ja. Hm. Ist was Gutes dabei? Hm.
Ich weiß ja es oder nicht. Nein? Ja, ich überlege noch. Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, mit Bögen, das ist ziemlich chancenlos. Ich muss mir hier vor. Wieso habe ich denn schon wieder keinen Zauberstab an? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es. Ich habe ja noch diesen ultra krassen Zauberstab, den ich nie benutze, der aber gar nicht so ultra krass ist, der nur voll geballert ist. Ach, ich muss Sachen entsockeln. Ja, das hattest du gesagt. Ja. Und den Zauberstab, den lege ich auch, den ersetze ich einfach durch dieses Kahngeschütz oder so. Nee, ich habe keine Ahnung, ich benutze ihn eh nicht. Die zweite Bewaffnung benutze ich eh nie. Benutzt du die zweite Bewaffnung? Wie meinst du? Die zweite Bewaffnung, benutzt du deine zweite Bewaffnung? Nee, den einzelnen Stab benutze ich nicht. Nein, du kannst ja zwei Bewaffnungen, mit W kannst du ja auch wechseln im Kampf. Mhm. Also nie benutzt. Ich habe jetzt einen neuen Helm. Ja, ich werde jetzt auch mir deinen Helm mal aufsetzen. Ja. Dazu werde ich den tollen, einmaligen Negremius-Helm zerstören. Der wirklich sehr gut ist, aber ich möchte den anderen. Du musst gleich mal gucken, was ich für einen Helm anhab. Ja, guck mal gleich. Ich sehe jetzt total scheiße aus. Ach so, das macht mehr Mana. Wiederherstellung. Das ist ja gut, aber irgendwas hatten wir anderes dann noch. Ach so, 104 Gesundheit. Kommen wir dazu. Sehr schön. Ich habe Verzauberung erfolgreich gemacht. So, dann haben wir hier noch dieses Kahngeschütz. Also, nee, das lassen wir so. Erstmal, das ist ja okay. Das jetzt habe ich auch gerade schon wieder genug Geld ausgegeben. 8 Gesundheit bei Treffer kriege ich dann von dem Hundi. Ist aber eigentlich schlechter. Komm, weg damit. Die Hose ist gut. Hose? Die macht schon einen Unterschied. Vor allem, weil ich... wo ist jetzt hin? Hose? Ach da. Ups, was ist das denn? Kann ich den jetzt... Ach, ich kann es nicht mehr anziehen, ohne die Hose. Kennst du das, wenn du das nur wegen der Hose anziehen kannst? Das ist der Grund. 24 Bonus auf Stärke. Ach so, ich kann meine... Ich bin auf meine Hose angewiesen wegen der Stärke. Nein. 24 Bonus auf Stärke tust du auch nicht einfach so mal irgendwo herschütteln dir, ne? Das wäre halt auch gut. Dann gehe ich mit dem Feuerpanzer aber runter, das macht aber nichts. Aber die 432 Gesundheitsplus, die sind halt wirklich... Du musst das mit Ruhe, okay. Und das Schwert benutze ich eh nicht. Und die Hose kann ich leider nicht anziehen. Ich bete jetzt nochmal auf, aber... Das sind 23er. Ich glaube, die 23er... Weiß ich, das Gift ist 23er, hört sich für mich so wenig an. Gibt es nicht auch noch stärkere? Ja, gute Frage das. Wie kann ich helfen? Das ist alles nicht so einfach. Da gibt es aber auch gar nichts für mich an Waffen. Doch da. Kann leider nicht, wenn die eine nicht wäre, gut. Das ist gut. Das Streugewehr der Gewalt. Hast du gesagt, hier gibt es einen Magier? Ja, da gibt es doch alles. Wo denn? Guck mal. Da hinten habe ich ihn gefunden. Ja. So. Spüre ihn. Das ist der Rhythmus, mein Gerät. Das Glück ist mit euch. Jetzt habe ich noch 10 Körperschaden, schadenlos. Das ist gut. Okay. Das Glück ist mit euch. Und nochmal 116 Gesundheit plus. Ui. Das ist gut.
Du trägst ja richtig auf. Naja, ich habe ja auch erst 3400 Gesundheit. Das ist nicht viel. Ich habe auch nicht viel mehr. Na, garantiert. Da bin ich wieder fast pleite, aber es ist... Alle Schaden um 1%. Dann ist es halt so. Okay. Aber es verbessert halt schon eine gute Ecke. So. Ja, nö, so weit so gut. So weit so gut. Dann machen wir doch mal noch die erste Quest auf der ersten Karte. Na gut, na gut. Ja. Jump, jump, jump. Was, bin ich jetzt richtig hinterher gerannt? Ich hoffe. Ja. Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Ah, okay, das wäre einfacher. Wir machen es uns etwas einfacher. Wegpunktportal in die Pesthauchsümpfe. Na gut. Wenn du das von mir verlangst, dann tue ich dies. Mhm. Hallo? Ladebildschirm. Ach so. So, genau. Wegpunktportal und... Dann kann man nämlich zu dem verrotteten Pfad zurückgehen. Kommst du zurück? Zum Wegpunktportal, nicht da hoch, nicht da hoch. Entschuldigung. Hier. Hier liegt jetzt Zeug für dich. Das solltest du jetzt zumindest holen. Ja, aber komm zurück. Ich komme ja zurück. Ich mache ja nur einen kleinen Kringel um den... Siehst du, ich bin ja schon... Bin ja schon da. Hier stehe ich. Da hoch, komm. Du hast wieder deinen Namen verloren. Ja, ich weiß auch nicht. Den verliere ich ständig, mein Schild. Weiß auch nicht. So. Müssen wir da mal ein vernünftiges Name-Tag drin? Was? Ach, jetzt bin ich wieder durchs Tor geflutscht. Das hätte ich ja auch gedacht, hätte ich mir. Warum hat Lucretia das Gebiet betreten und danach der Glutsteinmagier? Hm. Wo lange jetzt? Warte mal, ich muss mal kurz. Ich habe keine Karte. Hast du eine? Ach so, dann ist die Quest ist dann schon in dem nächsten Dings. Doch, dann müssen wir doch hier zum Einsturz. Zu der Quest. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, oh, ich bin. Ja. Blablabla. So, und jetzt können wir nämlich hier runter. Hier runter. Da bin ich schon mal lang gegangen, da wo ich angepfiffen bin. Ja. Genau. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Wo ist denn bei dir da runter? Sag mir doch mal, welches Sternchen auf der Glamini-Map. Unten das. Achso. Unten das, siehst du? Habe ich auch mal eine Information, mit der ich arbeiten kann. Genau. Unten das Sternchen. Aua, heiß. Autschen. Was ist denn angestellt? Umgeknickt. Fingernagel abgerissen. Auch das noch? Haare ausgerissen. Nein. Ich weiß es ja nicht, du bist ja nicht in Sicht. So, und die Quest geht hier irgendwie nicht, ne? Also, weil wir den Glockenständer, die Glocke nicht haben. Aha. Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir doch weiter die Karte aufdecken. Erforderlich. Ja. Also geht's hier hoch? Ja, da geht's nicht weiter. Nicht? Tatsache. Da lacht irgendjemand sehr dreckig. Ja, dann lass uns mal hier weiterlaufen. Das ist doch nur Angst. So. Also wir machen jetzt quasi, laufen wir da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Oh nein. Ja, ja. Damit wir erstmal das Ausmaß. Oh, die Fee! Oh. Ja, gut, wir haben den Schlüssel. Du hast den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel. Ja sehr du gut. Du und ich hab den Schlüssel. Ich und du. So, der andere hatte ja dieses Fragezeichen. Genau, da waren wir. Und hier ist jetzt wieder unbekanntes Gebiet. Au. Das ist der Witwenmacherwald. Aha. Der Mittenwacher. Du erschreckst mich. Das waren viele. Ja, aber du hast mich erschreckt. Ja, Entschuldigung. Jetzt habe ich Angst und außerdem habe ich mich eingetütet. Eingetintet. Eingetintet. Eingetütet ist auch süß, ja. Schön. Der Azrael läuft da rum. Azaral, Entschuldigung. Ach, Azrael. Der Schazaral. Schazaral, Azaral. 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 Ich habe eigentlich gar nichts gegen Aral. Na, man merkt jetzt schon, dass die Level 38 sind. Man muss länger draufhalten. Dann geht. So, genau. Dann kann man hier weiter... Ich fahre jedes Mal zusammen, wenn du schreist. Oh, was ist denn das?
Sumpftroll. Oh, ich bin irgendwo reingelassen. Ich habe voll Schaden bekommen. Hier ist Ende. Man sieht hier in diesem Level nie was. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja. Man steht ständig. So. Schon wieder. Das ist immer die Wölfe mit diesen komischen Zusammenmachen, weiß ich nicht. Ja. Ei. Da ist wieder so. Oh, Geld. Eine Truhe? Geld. Oh, noch mehr Geld. So. Jetzt sind wir wieder im Witwenmacherwald. Mitwenwacher. Witwenmacherwald. Witwenlacher. Ich weiß nicht, ob die Witwen da so lachen. Da geht's zum Tor. Das ist eine Quest. Oh, es geht auf. Ja, aber wir haben es ja jetzt erstmal nur markiert, weil wir haben ja hier die Karte noch gar nicht aufgedeckt. Was war denn hier? Blutschwellenmagier, was war hier? Das ist ein Pickel. Ein Pickel? Ich habe einen Pickel gefunden und habe ihn direkt mitgenommen. Soll ich das immer machen? Wenn ich einen Pickel sehe, oh, guck mal, du hast einen Pickel, den nehme ich doch gerne mit. Wir hatten lange kein vielversprechendes Angelloch. Das stimmt. Ach. Was bist du denn für einer? Ein Leichenfeuerjäger. So, jetzt, was haben wir denn hier rumfliegen? So klein gefusselt. Fusselt. Hier oben fehlt noch, genau, da weiterlaufen, da fehlt die Ecke, fehlt noch. Da sind wieder diese Puppen und diese Hexe. Oh, die Hexe, die nervt. Die ist echt anstrengend. Die pet sich da immer rum. Die kleine Zicke. Ja, gell? Was? Ein nicht identifizierter Silikonbeutel? Ich glaube, das stimmt nicht. Nein, aber ich habe in 24 Stunden Gesundheitswiedererstellungs... Blutsteinsplitter gefunden, den ich mir gerne anheften würde, aber ich habe keinen Platz. Es sei denn, ich nehme hier diese 35 Hose und papp's da drauf. Dann verliere ich aber meine Stiefel. Ich brauche noch gute Stiefel, dann könnte ich die Hose anziehen. Ich hätte endlich mal ein ordentliches Life-Rack. Warte, ich guck mal, was habe ich denn für Stiefel im Angebot? Ich kann dir welche begeben mit 12% Bonus auf Attribut Vitalität. Ja, Stiefel mit was für einem Wert, Rüstwert? Leider nur 9. Nee, 9 das sind wie alte Stiefel. Was ist das für Dinger? Also, das habe ich schon seit 1000 Jahren nicht mehr. Wo ist denn die her? Die habe ich noch. Die habe ich gerade eben erst gewechselt, weil ich bisher keine besseren gefunden hatte. Ah, okay. So. So. Okay. Lu. Das Splittergespenst. Ich bin erfahrener geworden. Oh, jetzt ist da schon wieder so eine Hexe. Ich bin erfahrener geworden, ich darf jetzt Auto fahren. So. Mhm. Okay. 130 Gold nehme ich noch mit. Dann gehe ich mal kurz ans Leveln. Wieso levelst du immer so weit vor mir? Das verstehe ich gar nicht. Weiß auch nicht. Vielleicht wegen meiner hocheffizienten Bewaffnung. Mhm. Und meinen guten Schüssen, die ich mit Schnellfeuer auf alles und jeden niederregeln lasse. So, jetzt will ich aber mal gerne... Oh, da kommt noch ein Vieh. Jetzt lassen sie mich doch mal leveln, bevor ich leveln muss. Ich mache das auch mal Vitalität oben drauf, ha? Ja, das ist sogar gut. Magischan... Nee. So. Achso, nee, das wäre hier, exekutiv. Aber hier immer voll auf Fokus. Das mache ich ja. Und dann gucke ich mal, habe ich Stiefel gefunden? Wahrscheinlich nicht, ich brauche ja welche. Handschuhe. Unfassbar. Keine Stiefel. Schade. Oh, schade. Gut. So, wollen wir hier mal unseren Campingplatz aufschlagen? Ah, ist so weit, ne? Mhm. Na gut, warte mal, ich... Ach, guck mal, dich erkennt man ja auch noch gut. Ja? Ja. Guck mal, wie hübsch wir zwei sind.
Wir zwei sind so hübsch. Ja, wahnsinnig hübsch. Ich habe noch nie was Hübscheres gesehen. Wir sehen beide aus wie Blechzwiebeln. Aber sieht schon cool aus irgendwie. Du siehst mehr aus wie eine Blechzwiebel als ich, aber du siehst auch aus wie eine Blechzwiebel. Super. Ach, das ist irgendwie sag mal, passen witzig. Meine Stiefel vielleicht zu deiner Maske? Das könnte sein, so sieht es aus. Ich habe hier glutsteinbeschlagene Stiefel, einzigartig. Das ist aber kein Set. Nee, damit könnt ihr ordentlich aufstampfen. Ah ja, okay, das erklärt. Schuhe könnte ich dir nur anbieten. Waldstiefel kräftig, 15 Bonus auf Attribut Stärke und 133 Gesundheit plus 5 Bonus auf Attribut Vitalität. Ja, weiß ich noch nicht. Ich muss gucken, wie ich irgendwie mein Life-Rack an den Körper kriege. Ist schon gut. Wir brauchen diese eine Quest da, wo wir diesen Blutglutstein bekommen. Da kümmern wir uns ja dann rum. Nächstes Mal. Genau. Bis dann. Tschüss.